3 übrigens, also bei euch 3 Uhr, da gibt es immer so einen Ausflug für all die Praktikanten, genau. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu diesen Höhlen, die nennen sich The Kent's Cavern oder sowas in Richtung. Und ich bin jetzt auf dem Weg dorthin, genau. Okay, wir waren gerade, oder wir sind immer noch in Kent's Cavern. Die sind irgendwie viel kleiner, als ich erwartet hatte. War jetzt nicht so eine lange Führung, zugegebenermaßen. Und ja. Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist ein bisschen kalt hier, aber ich glaube, das ist ganz normal für Höhlen. Wir sind jetzt hier am Ende der Höhlen. Hier sind noch so irgendwelches Zeugs, so Schilder, wo was draufsteht und so. Und wir könnten eigentlich jederzeit gehen. Vielleicht filme ich noch ein bisschen was. Ich glaube, ohne Blitz sieht man aber nicht besonders viel, weil es ist echt dunkel. Genau. Ja. Also falls das für heute war, war es echt kurz, muss ich zugeben. Und ja, so viel zu Kent's Cavern. Ausflug von heute Donnerstagnachmittag. Ja. Okay Leute, ich bin in den Bus eingestiegen. Der hat so einen Freiluftbereich, also die vordere Hälfte ist halt noch überdacht. Aber die hintere Hälfte, die ist halt so schön frei. Das ist echt windig, sag ich euch. Ich zeige es euch mal kurz. Also hier seht ihr, das ist so offen halt. Und da ist halt der Bereich kurz abgedeckt vorne. Da kann man drauf gehen, aber es ist echt windig. Genau, so sieht das ungefähr aus. Ja, und ich fahre jetzt hier mit zwar im oberen Teil. Meine Kamera wird schon nicht gefallen, weil ich habe dieses Ding, wo der bisschen sich runterfällt und so. Aber das wurde mir nicht gewusst. Naja, wie auch immer. Genau. Also eigentlich wollte ich ja jetzt mit dem Smartphone die ganze Zeit aufnehmen. Aber irgendwie ist da, also jedes Mal, wenn ich die Kamera jetzt öffne, also nach dem steht irgendwie Kamerafehler, kann nicht geöffnet werden oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wieso das passiert. Also ja, die Qualität ist wahrscheinlich ein bisschen blau wieder, aber ich wechsle das irgendwie so ab und irgendwas leuchtet. Der Gegend hier. Wahrscheinlich liegt es an der Sonne. Es ist nämlich wunderschöner Sonnenschein. Ich glaube, es ist schlecht, wenn ich das mal direkt rein. Aber es ist echt windig. Also, wenn ihr hier oben sitzt, dann zieht euch einen Schal drum oder so, weil ja, das ist wirklich kalt. Hier ist jetzt der Hafen. Ich glaube, hier gehe ich dann raus. Genau, also bis später dann. Ich bin hier gerade am Hafen und meine Haare sind leider im Weg. So. Na, so ungefähr. Es ist ein bisschen windig. Genau, also ich zeige euch jetzt mal das hier. Das, da habe ich gerade Infos bekommen für Bootsfahrten und solches Zeugs halt. Und der Typ am Tresen hat mir sehr ausführlich erklärt, was die so anbieten. Hab hier ein paar Prospekte bekommen und eine Anleitung. Die fahren jeden Tag mit einem Boot raus und fahren halt in der Gegend, also in dieser Gegend hier bei Tor Bay oder wie die Gegend auch heißt. Die fahren da die ganze Zeit rum und also irgendwie dachte ich mir dann halt so, das wäre doch ein perfekter Ausflug für ein Wochenende. So Bootsfahrt hier in dieser ganzen Gegend rumfahren. Okay, hallo Leute, es ist das erste Wochenende für mich. Ich habe eigentlich zwei, weil in 3 Wochen sind es nur 2 Wochenenden. Ja, weil wir am letzten Wochenende, also am 28. zurückreisen. Also habe ich da kein Wochenende. Genau. Also, ich habe vorhin was gegessen und so. Die Katze von denen, also Macy,
sie kommt super gern immer jeden Morgen in mein Zimmer. Also ich höre sie immer vor der Tür und dann muss ich die Tür halt öffnen. Auf jeden Fall, ich finde, sie ist ganz süß, aber meine Kleidung, ja, vor allem meine Hose hat echt viele Katzenhaare da dran. Genau, also meine Pläne für heute sind, die Round Robin Bootstour zu machen. Das ist so eine Bootstour, die geht am River Dart entlang und dann kannst du mit dem Zug, also die geht nach Dartmouth runter. Dann musst du noch in die andere Stadt Kingswear und dort gibt es dann so eine Dampflokomotive, mit der du zurückfährst. Beziehungsweise je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, eben in die andere Richtung. Beautiful. Thanks. genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ich bin jetzt an der Haltestelle, an dieser zentralen Haltestelle von Paignton halt, wo die ganzen Busse sich treffen, so wie München Hauptbahnhof und so. Genau. Nee, die zentrale Busstelle ist in Ostbahnhof, glaube ich. Naja, so viel dazu. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Da warte ich jetzt auf den Bus nach Totnes, weil dort legt das Schiff ab und der Bus fährt halt leider nur jede Stunde, auch wenn es ein Samstag ist, weil in den kleinen Städten hier oder Dörfern, ich habe keine Ahnung, weil Town, glaube ich, heißt auch kleine Stadt, fahren die Busse halt nicht so häufig wie in Großstädten, ja. Genau. Und ja, das Wetter, vielleicht seht ihr es im Hintergrund, ist ziemlich wolkig momentan. Es soll noch besser werden. Überraschenderweise hat es bisher nicht besonders stark geregnet, nur so getröpfelt halt. Deswegen habe ich meinen Regenschirm noch gar nicht verwenden müssen. Und ja, ich hoffe, dass meine Kamera nicht abstirbt, also von meinem Smartphone, weil ich jetzt mit dem Smartphone aufnehme, weil das hat bessere Qualität und so und hat einen größeren Bildschirm zumindest. Aber falls sie mal abstirbt, weil irgendwann ging mal die Funktion nicht aus unerfindlichen Gründen, dann musste ich halt meine alte Kamera rausnehmen. Genau, die habe ich zur Sicherheit auch noch dabei. Okay Leute, ich habe mir gerade so ein Bootsticket besorgt. Hier könnt ihr es sehen. Okay Leute, die Fähre ist gerade eingetroffen. Ja, hier könnt ihr sie mal sehen. Ich habe auch ein Foto gemacht. Es stellen sich jetzt ein Haufen Leute an, damit wir alle drauf gehen können. Und ich werde jetzt Gesellschaft leisten. Hier in England ist es übrigens sehr, sehr wichtig, dass man sich in einer Reihe anstellt. Sogar beim Bus einsteigen. Und wenn es super viele Leute sind, dann dauert es voll lang, das kann ich euch garantieren. Deswegen kommen die auch so spät, obwohl die keinen Stau haben. Hier fahren nicht so viele Fahrzeuge rum. Eines kann ich euch schon mal sagen, der Schiffsmotor stinkt furchtbar. Ja, es riecht halt nach Benzin und so. Hey, wir winken den Leuten gerade zu. Ich werde natürlich nicht die ganze Fahrt aufnehmen, weil das soll geplant 1,5 Stunden dauern und ich glaube nicht, dass meine Kamera so lange durchhält. Also werde ich zwischenzeitlich auch natürlich stoppen. Dauer was originally known as Long Marsh. It's a very large marshland here that used to flood one every 5 stages high. That wasn't until about 20 years ago when it was raised by about 6. Laid up for a few years at a place called Oldwell Boatyard. And in that short period of time, she fell into a very sad state of repair. Was about to be scrapped. But at the very last minute, the Palestine Preservation Society stepped in and they brought the second Keswick Castle for a mere £600 and they swiftly towed her away to the River Medway up in Kent. 12. Just at the end of 2012, this company agreed a 15-year lease to bring the second Keswick Castle back to the River Dart and have a run of river trips on her home waters. And this is where we believe she truly is. Oh, lovely. Now, they don't do this, they do run the risk of being waterlogged and drowning. And they're really very clever for a diving bird that spends 90% of its life in the water. With them drying up the rocks or the overhanging trees, you often see them with their wings spread. And this helps them to do two things. It helps them to dry out ever slightly quicker. On the right-hand side, we're passing the end of
ich probiere es schon eine Weile. Ich habe mir unten an der Bar ein paar Chips geholt. Die hier. Cheddar und Onion. Schmeckt ganz gut. Eigentlich. Seal. Also, ja, du wisst schon. Ja, diese Robben. Ja, Robben, genau. Weil ich dann das Boot auf die andere Stadtseite, in die andere Stadt nehmen muss, oder Dorf, naja gut, das ist schon eine Stadt, weil hier ist Dartmouth und auf der anderen Seite, also hinter mir halt, ist King Swear oder so und dort fährt dann mein Zug ab, deswegen muss ich dort um 16:30 sein, genau, jetzt ist es 14:30, oder? Ja, also habe ich 3 Stunden, genau. Mal sehen, wie viel ich erreichen kann, weil ja, in 3 Stunden schafft man, glaube ich, nicht so viel. Aber ich habe Hunger. Okay, also bis später dann. Mein Essen ist mir vorhin runtergefallen und dort, wo ich saß, machen sich jetzt die ganzen Tauben und die eine Seemöwe ran. Ja. Deswegen ja, esse ich lieber unterwegs. Die Sonne ist endlich rausgekommen. Es ist sehr angenehm auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder am Hafen und ich muss jetzt erstmal nachschauen, wie ich nach Kingsway, also quasi auf die andere Flussseite rüberkomme. Also ja, hier muss ich dann später sein, weil die Lokomotive dann hier ist. Genau, sieht echt altmodisch aus. Gut, aber hier komme ich später nochmal hin. Ich schaue mich noch ein bisschen in Kingsway um. Kingsway ist wesentlich kleiner als Dartmouth. Also da seht ihr jetzt hinten Dartmouth. Deswegen ist es hier wesentlich ruhiger als drüben. Hier ist noch so ein bisschen Hafen. Ah ja, ich wollte euch nicht zeigen, die Strecke, die wir fahren. Genau. Mal sehen, ob ich den Plan finde. Also, wir sind gestartet von hier, Totnes, Steamer Quay und sind dann die Strecke D mit dem Schiff runtergefahren nach Dartmouth, haben aber nirgendwo gehalten, auch wenn hier irgendwie eine Stadt angezeigt wird. Dann habe ich ein bisschen Zeit hier in Dartmouth verbracht und bin dann mit B ganz kurz mit dem Schiff nach Kingsway rübergefahren. Dann bin ich ungefähr, ich glaube hier sieht man vielleicht, auch wenn das nur so gezeichnet ist, bin ich halt hochgelaufen und dann wieder runter. Und jetzt bin ich hier und der Zug fährt die Strecke A. Und der hält nicht hier, Greenway, da ist dieses komische Greenway Haus, wo anscheinend Agatha Christie gelebt hat. Genau, er wird hier in Sherston halten und in Godrington und die Endstation ist dann Paignton und da werde ich rausgehen, weil ich ja dort sowieso wohne, genau. Die E-Strecke hier, diese hier, die kann ich mir übrigens sparen, das ist übrigens meine Arbeitsstrecke, also ja. Ja, so viel dazu, genau. Thomas the Tank Engine.
Steine. Komische Steine, teilweise irgendwie. Da ist ein Hund. Ah, da ist jemand, deswegen. Genau, damit ist der Round Robin Trip zu Ende. Ich hoffe, man hört mich noch, weil es furchtbar laut ist. Und der dockt jetzt ab. Da seht ihr es vielleicht. Genau, da dockt er so schön ab. Ja, und das war's dann für heute. Also, heute ist Sonntag und heute gehe ich Makrelenfischen. Mackerel Fishing nennt sich das. Wird nur für 2 Stunden sein, aber ich hoffe, dass ich irgendwas fangen kann. Ich habe vorher noch nie gefischt, deswegen wollte ich das machen mal. Genau, es gibt noch ein paar andere Fischtrips, Fischausflüge, naja, so Fishing-Touren. Entweder das eine hieß halt Deep Sea Fishing, da kannst du, ich weiß nicht, das scheint in Brixham zu sein, also in die Richtung irgendwo. Ja, irgendwo da hinten halt. Genau, und dann gibt es dort auch noch Krabbenfischen und das nennt sich sprichwörtlich Crabbing. Also nicht Crabfishing, sondern Crabbing halt. Genau. so viel dazu. Ich warte jetzt noch darauf, dass wir in das Boot können. Ich hoffe, wir kriegen eine Anweisung und dann will ich was fangen. Genau. Und es ist gut, dass die Sonne rauskommt, weil es ist echt windig. Ich hoffe, dass es nicht gecancelt wird deswegen. Und die Sonne tut gut. Ja. Hier an der Küste kann man übrigens auch sogar Delfine teilweise beobachten. Also Delfine, ich glaube Seerobben sind häufiger. Und so komische Vögel, die irgendwie aussehen wie Pinguine. Ich glaube, die heißen Puffin auf Englisch. Ja, ich habe es nicht nachgesehen. So Taucherfische oder Tauchervögel oder sowas sind das. Sehen aus wie Papageien, Pinguinvögel. Ja, so wie dazu. Ich befinde mich jetzt auf dem Boot. Das ist einfach nur ein kleines Fischerboot. 2 Leute fehlen anscheinend noch. Ansonsten sind wir nur 3 Gäste und 2 Kapitäne. Hier seht ihr schon die Angeln. Schaukelt aber schon echt heftig. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer, weil diese Hurricane-Warnung für morgen, die ist nämlich echt. Ja. Das ist noch ein bisschen von Tsunami. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht hier umkippe. Genau. Also da ist auch noch Torki. Genau, da ist irgendwas, da steht Liverhead Cliff Hotel. Achso, das ist nur ein Hotel. Naja, gut. Das sind noch mehr Städte oder Dörfer, kleine Städte und noch mehr. Und noch mehr auf der anderen Seite. Ungefähr dort bin ich gestern ja mit dem Round Robin drüber gefahren. Genau. Wir sind jetzt schon recht weit von der Küste entfernt, also schwimmen will ich diese Strecke nicht unbedingt bei dem eiskalten Wasser. Ja, okay. Okay, wir sind ein bisschen zu weit weg von unserer Stelle abgedriftet. Boah, sieht man total, weil wir waren vorhin weiter links. Genau. Tatsächlich wurden schon ein paar Fische gefangen und einer von denen ist sogar meiner. Ich weiß nur nicht welcher. Man sieht voll das Blut von denen und die bewegen sich noch. Naja, einer von denen. Ich frage mich, welchen ich gefangen habe. Es ist jedenfalls nicht der große, das weiß ich. Eins von den 3 auf der linken Seite ist es. Genau. Also als Tipp haben wir bekommen, Makrelen schwimmen die ganze Zeit. Wenn die aufhören zu schwimmen, dann ertrinken die anscheinend. Und an der Angel ist so ein Gewicht dran. Wir sollen es bis auf
Angeln wie dieser ist das anscheinend so gut wie unmöglich, weil die sind nur am Boden und die verhaken sich nicht so leicht und so. Ja, genau. Okay, das ist das Ende. Wir haben jetzt so ungefähr eine Stunde lang gefilmt, geangelt meine ich. Und das ist die Ausbeute. Genau, also das sind nicht nur Makrelen dabei, sondern auch zwei Heringe, die eine unserer Begleiterinnen gefangen hat. Die hatte echt viel Glück. Die hat jedes Mal, wenn sie geangelt hat, hat sie immer zwei auf einmal an den Haken bekommen. Das viermal oder so. Genau. Aber anscheinend besuchen die ein Hotel, wohnen die in einem Hotel und deswegen werden sie wahrscheinlich nie mitnehmen. Aber ich werde auf jeden Fall meine mitnehmen. Wenn ich die unterscheiden könnte. Genau. Ja. Also war ganz witzig. Die Captains haben ein bisschen was über den Brexit gelabert auch. Wie das also Farmer und Fischer betrifft. Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Nur so ungefähr. Also, dass sie halt darüber geredet haben. Und jetzt fahren wir zurück. Wie es dann weitergeht. Achso, ja, ich zeige es euch mal. Hier, er nimmt nämlich die Innereien raus und wirft sie einfach ins Wasser. ist wahrscheinlich für den Kram gedacht. Schaut mal, wie der den Fisch dran hält. Die Seemöwen sind da anscheinend schon ganz scharf drauf. Ja, also. Ja, die mögen das total. Genau. Also, ich glaube, ich bin keine Köchin, aber also, so wie ich es verstanden habe, entfernt ihr the guts. Was ist the guts eigentlich? Irgendwelche komischen Innereien, die anscheinend giftig sind, wenn man sie drin lässt. Und die entfernt ihr, damit man die kochen kann und so.